Moin Moin Sekiro, Soulspawner. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV mit Tales of Iron und einem No-Damage-Run auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Tipps und Tricks, wie das einfach zu machen ist. Geht bis hier, blockt, immer geblockt hast. Ihr kommt gleich immer angerauscht, ihr Parry. Mit euch jetzt was drauf, zwei schwere Stufen. Ihr lasst ihn schlagen, schlag gleich zweimal danach. Ihr lasst ihn das machen, schlag gleich zweimal danach. Hält ab jetzt die Blockkaste, weil er schießt halt weiter in die Blockkaste. Er geht hoch, ihr schießt ihn nach hinten, habt die maximale Distanz. Er kommt gleich angeflogen. Ihr dürft nur nicht zu nah ran, weil es eine Bodenwelle gibt. Ab jetzt könnt ihr ran, gebt ihn drei mit. Blockt, steuert sofort gegen an. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, blockt. Steuert sofort gegen an. Eins, zwei, drei. Schmiert euch jetzt was raus. Okay. Er kommt angeraucht. Ihr parried. Gebt ihm einen mit. Und dann ist los. Jetzt ist eine Falle von ihm. Bleibt hier stehen. Er haut gleich wieder ab. Schießt jetzt. Parry. Ein rauf. Und weg nach hinten. Wieder eine Falle. Schmiert euch jetzt was drauf. Parry, ein und nein. Wartet. Und nein. Falle. Ball einfach nur. Er kommt. Parry ihn, gibt ihn einen mit und nach hinten weg. Warten. Parryen. Das war der Eisenfrosch. Oder? Das war ein Easy Fight. Eine neue Wumme, ihr seht das. Noch mehr Fernkampfschaden. Achso, ich kann das gleich nochmal wiederholen. Genau, die rüsten wir natürlich gleich aus. Stark. Das rüsten wir auch auf. Aus. Ja. Ich will nicht zu viel verraten, wenn ihr das Spiel noch spielen wollt. Ihr habt es gesehen. Es ist ganz easy. Ihr kommt rein. Habt halbe Distanz, halt gleich die Blocktaste, ist immer dasselbe. Ihr blockt den ersten Schuss. Er kommt an, ihr parryt ihn. Schmiert euch dann was rauf. Schlagt zweimal zu. Könnt auch dreimal, aber zweimal ist safe. Dann lasst ihn schlagen. Danach schlagt ihr zweimal wieder. Dann kommt seine, ich nenne es mal Grab-Attacke quasi. Und dann zieht er die Kette so flach rein, das ist wichtig. Dass ihr ganz nah an ihn dran schlägt, steht und zweimal schlagt. Danach haltet die Blocktaste, weil er abhebt. Und ihr habt ja zwei Kontakte. Deswegen gedrückt halten. Dass ihr beide Kontakte loswerden. Was dann wichtig ist, der Schuss auf ihn. Dadurch ist er für eine kurze Zeit betäubt. Ihr könnt die Distanz maximal machen. Er hebt nach oben hin ab. Ihr dürft nicht zu früh an ihn ran, weil es eine Bodenwellenattacke gibt, wenn er aufkommt. Und dann könnt ihr zwei oder dreimal, wie gesagt, schlagen. Und zum Schluss habt ihr gesehen, lasst euch nicht in diese Falle. Fallt nicht in diese Falle. Fallt nicht auf diese Falle rein. Sondern er kommt angeflogen, steht vor euch. Und wenn ihr dann hämmert, drückt er sich von euch ab. Und wenn ihr dann die Blocktaste drückt, kriegt ihr oft noch von ihm eine Granate ab. Es ist ganz schwer, den auszuweichen. Oder wenn ihr dann unter ihm durch wollt, fliegt er blitzschnell zur Mitte zurück und bombardiert euch dann mit Granaten. Ist vielleicht möglich, mit zwei schnellen Rutschern einmal durchzukommen, aber würde ich nicht riskieren. Ich würde einfach nur warten, wenn ihr einen No-Damage-Run machen wollt. Nur warten, er hebt wieder ab und ihr habt es dann gesehen. Ja, das sind Tipps und Tricks zu diesem Boss. Und es, ja, das Finale nähert sich. Wir kommen immer, immer näher. Bye, bye und auf Wiedersehen.